My last day on my working place in Zuoz. Mein letzter Tag hier in Zuoz. Wir schreiben den 3. April 2022. Morgen, Montag, geht mein Flieger in Richtung Türkei, Erzurum, wo ich endlich mein Walk around the world weiterführen kann an jenem Punkt, wo ich damals das erste Mal abbrechen musste. Hinter mir mein Gepäck. In dieser Kiste ist mein Kinderwagen. Der fliegt via Speergut nach Erzurum und der wird dann in Erzurum zusammengebaut. Hier habe ich einen großen Sack voll und da drin habe ich ganz viel Material. Ich musste, als ich hier in Zürich jetzt ankam, nochmals alles aussortieren, weil ich zu viel Material dabei hatte. Und ich weiß genau, wenn ich dann in der Türkei bin und das Ganze zusammensetze, werde ich wahrscheinlich das eine oder andere auch noch zurücklassen müssen, weil alles muss dann in diesem Kinderwagen Platz haben und ich darf auch nicht zu viel Gewicht mit mir schleppen, ansonsten mag ich dann nicht die Berge hoch. Ja, und wie ihr seht, ich lasse es schon wieder wachsen. Also, das ist eigentlich der Beweis, dass mein Walk around the world endlich wieder weitergeht. So, ist ihr Glück? Hey, best regard. Bye. Danke. Thank you. Bye.
ist so geil. Ich bin wieder unter alt. So gediegen. Meine Füße sind schon durchnässt, bin jetzt aber auf der Hauptstraße in die nächstgrößere Stadt, die ist ca. 35 Kilometer entfernt. Es ist mein erster Tag wieder, seit langem, und entsprechend muss ich mal schauen, wie weit das ich überhaupt mag, wie weit das ich komme. Und ich hoffe schwer, dass ich dann irgendwo ein trockenes Plätzchen finde zum Übernachten. Aber das ist es ist definitiv. Erzrum habe ich hinter mir. Langsam, dass ich wieder definitiv in der Freiheit draußen bin. Jetzt hier an der Nebelgrenze, vorhin zwei, dreimal blauer Himmel. Die Aussicht, man sieht zwar nichts, aber total im Nebel, draußen auf der Straße, in der totalen Freiheit. Ich bin zurück! Danke, liebe Freiheit. Ich bin an meinem Ziel heute angekommen. Ich mache einen kurzen Tagesrückblick vom 9. April 2022. Ich startete ja heute wieder in Erzrum, um in Richtung Raum zu kommen. Jetzt heute Morgen war alles noch voll Schnee, beziehungsweise es war vor allem voll Flatsch. Entsprechend war ich auch ziemlich lange noch im Flatsch unterwegs, das heißt nasse Schuhe, nasse Füße. Jedoch durchs Laufen und danach war es etwas trockener, war das wieder okay. Und ich machte heute ca. 30, 32 Kilometer. Ich muss sagen, ich muss an meinem Wagen noch etwas das eine oder andere machen, denn der Kilometerzähler, der stimmt bei mir nicht. Der hat mir viel zu viel Kilometer aufgeschrieben. Ich muss das nochmal korrigieren. Aber ich habe noch mein Komoot eingeschaltet und der hat mir genau gesagt, wie weit ich gekommen bin. Jetzt, es war extrem schön. Ich war unterwegs, am Anfang alles noch Nebel. Auf der Großstraße war es teilweise etwas gefährlich, da ich teilweise nur etwa 10-12 Meter weit sah, entsprechend auch die Autofahrer. Und da musste ich immer zurückschauen, wenn ich einen Lastenwagen hörte, falls da derjenige etwas nahe an mir dran vorbeifahren würde, dass ich rüberspringen konnte. War aber nicht so, es hat alles geklappt. Und ich hatte zuerst 9 Kilometer, wo es etwas bergauf ging, ganz minim, und der Rest ging alles gegen unten. Und mein Riesenvorteil, ihr seht, es windet ziemlich stark und es ist auch mega kalt.
Ich hatte jedoch den Wind immer im Rücken, was super war. Ich wurde sozusagen vom Wind gestoßen. Ich merke es natürlich jetzt beim ersten Tag noch in den Beinen und kam jetzt an einen Ort an, wo ich sagen musste, hier bleibe ich. Ob ich jetzt etwas früher abbreche als geplant, aber hier bleibe ich, ist wunderschön. Das ist eine Tankstelle und es sieht mal, hier hinten ist dann mein Zelt. Hier werde ich übernachten. Es hat auch einen anderen Grund, wieso dass ich jetzt hier übernachte, etwas früher abgebrochen habe. Diese Tankstelle da vorne, die ist 24 Stunden offen. Es ist aktuell enorm kalt. Wir haben Minustemperaturen in der Nacht. Da es jetzt meine erste Nacht wieder draußen ist, seit langem, habe ich mir gedacht, ich gehe an einem Ort schlafen, wo ich weiß, falls ich zu kalt habe, das nicht aushalten würde, kann ich hier in diese 24 Stunden Tankstelle mich aufwärmen und mich erholen. Das als Absicherung für mich. Und sonst, ich zeige euch einfach nochmals, wie es hier aussieht. Ja, und vom Abend werde ich wahrscheinlich nicht mehr viel filmen, weil erstmal, wir haben ja Ramadan, entsprechend essen wir hier erst bei Sonnenuntergang oder nach Sonnenuntergang. Die Herren haben mich noch eingeladen, für danach bei ihnen Nacht zu essen und somit mache ich jetzt Feierabend und freue mich auf morgen, dann geht es weiter. Ein wunderschöner guter Morgen. Ich bin gerade aufgestanden und habe meinen Wagen gesehen. Aktuell ist es noch minus 1,4 Grad. Aber diese Nacht war gar keine gute Nacht. Es sieht hier ganz, ganz toll aus. Wunderschön. Aber ich hatte nur eins, nämlich gefroren und konnte kein Auge zutun. Ich werde mir jetzt überlegen, was ich weitermache, weil mit diesen Temperaturen, Minustemperaturen in der Nacht, nee, das mache ich nicht mehr mit. Erstens, wenn man friert, es nimmt einem selbst extrem viel Energie. Und die brauche ich für durch den Tag. Man sieht es an mir selbst jetzt, dass ich ja eine schlechte Nacht hatte, aber es geht weiter. Ich muss mir jetzt nur überlegen, wie es weitergeht, weil Minustemperaturen mache ich nicht mehr mit. Es ist sicherlich wunderschön hier umher, aber ich muss mir das Ganze neu überlegen, wie ich weitergehe. Körprükhoi ist nun mein nächstes Ziel. Und über die nächste Nacht, also wie die letzte Nacht, möchte ich nicht nochmal erleben. Minustemperaturen, Schlottergefühl.
Also ein weltumrundiges Fuß. Ist mit Strapazen ausgelegt, aber das, was jetzt da ist, also ist nicht mehr schön. Ihr hört den Gegenwind, es ist brutal. Ich kann mich nicht konzentrieren. Und diese Nacht wird es riesig kalt werden. Ich gehe in ein Tal hinterher, ich habe keine Ahnung, wie das heute noch ausgeht. Ich hoffe, ich überlebe es. Und tschüss. So, das ist jetzt mein Rastplatz. Und morgen geht es in den Berg rauf. Also natürlich nicht oben drauf, nebendurch. Es sind 55 km, was ein Flach aufgeht. Hin ist statt dort 78 km. Ich werde mir jetzt hier hinein etwas nachts machen. Mich einfach mal hersetzen. Hat 42 km gemacht. Gegenwind bergauf. Aktuell ist es angenehm von den Temperaturen. Ich hoffe, dass es einfach so bleibt wie jetzt. Dann wird es auch nicht kälter. Wenn es aber Ökoschiffen, ja, dann muss ich vielleicht dort raufsäckeln und mich in Sicherheit bringen. Aber ich muss natürlich den Boden entweder noch kontrollieren. Der sieht eigentlich noch recht verdreckend aus. Von dem her wird es hier nicht so wahnsinnig Regen oben runtergeben. Sonst soll ich mir hier noch Wasser rein machen, dass mein Zelt nicht dran kommt. Dort haben wir auch schon eine. Und dann schlafen wir da heute schlafen. Ich bin aber kaputt, ich bin fertig. Wir werden heute nicht mehr filmen. Und freue mich auf den morgendlichen Tag. Hilfe. Nein, es ist erst der zweite Tag und ich bin schon kaputt. Herzlich. Okay, bye bye. Doch, padam. Dann hielt ein Auto an, stieg einer aus, hat mich gefunden, kam zu mir und fragte mich so, what do you do here? Also, ja, auf Englisch und Türkisch miteinander. Und ich sagte, ja, ich bin hier gestrandet und werde hier übernachten. Da fragte er mich, bist du dir ganz sicher? Ist doch viel zu kalt. Und ich, ja, ich muss irgendwo übernachten. Da sagte er, du, soll ich dich mitnehmen? Ich gehe nach Chinis. Als er mir das sagte, fiel mir ein Stein vom Herzen. Denn diese Person war in diesem Moment mein Held. Und ich musste eingestehen, hier musst du jetzt ganz klar die Vernunft walten lassen und zusagen, ja. Ich stieg bei ihm ein, wir fuhren über den Berg und ich sah, wo ich hätte durchlaufen müssen. Und wenn es so kalt gewesen wäre, Minusgrad, hätte ich das sicher auch nicht überstanden und dementsprechend bin ich heute gottenfroh, habe ich dort zugesagt und hatte mich fahren lassen. Es geht aber weiter. Zwei Minuten für den Kinderschutz. Wir gehen heute auf zwei Gruppen ein, welche Kinder sexuell missbrauchen. Die eine Gruppe ist jene Gruppe mit der sexuellen Präferenzstörung und die zweite Gruppe ist jene, die eine Ersatzhandlung vollziehen. Unter der sexuellen Präferenzstörung geht Folgendes. Eine Präferenzstörung ist eine Störung der Vorliebe und die Pädophilie gehört unter die sexuelle Präferenzstörung, wo Personen eine sexualisierte Neigung auf kindliche Körper haben. Wir haben die Hebephilie und das ist jene sexuelle Präferenzstörung von Personen, die sexualisierte Neigungen auf jugendliche Körper haben. Dann haben wir die Zoophilie und das geht unter die sexuelle Präferenzstörung auf tierische Körper. Und die Normalität ist die Teleiophilie, die sexualisierte Neigung auf erwachsene Körperschemen. Die Pädophilie ist in der Gesellschaft eher vertreten, da dieses Wort sich durchgesetzt hat für sexuelle Präferenzstörung an kindlichen Körpern. Nun haben wir die Personen, die einen sexuellen Missbrauch als Ersatzhandlung machen. Bedeutet, Personen als Ersatzhandlung, die haben keine Vorlieben auf kindliche Körper, sondern auf die normalen erwachsenen Körperschemen. Aber da sie allenfalls in ihrem sozialen Umfeld keinen Zugang zu gleichaltrigen Personen haben für eine Liebe, eine Partnerschaft, für eine sexuelle Beziehung,
nehmen sie sich die Macht und verführen Jugendliche oder auch Kinder und machen eine Ersatzhandlung im sexualisierten Bereich mit Kindern. Das ist die Ersatzhandlung und das erste war die sexuelle Präferenzstörung. Die sexuelle Präferenzstörung hat man ganz klar in der Hirnstruktur festgestellt, da bei neurologischen Untersuchungen im Hirn ein gewisser Verlauf vorhanden ist, bei Personen, welche Kinder sexuell missbrauchen und bei Personen, welche keine sexuellen Handlungen an Kindern machen, haben diese Hirnstrukturen nicht. Und so konnte man bei Männern diese Unterscheidung feststellen. Bei Frauen fand man diese Verbindung in der Hirnstruktur bislang noch nicht. Somit kann man sagen, dass Frauen eher eine Ersatzhandlung als sexuellen Missbrauch machen. Und bei den Männern ist es ungefähr 50-50. Der eine Teil macht es als Pädophilie, der zweite Teil als sexuelle Ersatzhandlung. Hallo zusammen, ja, ich bin euch jetzt eine große Antwort schuldig. Wir haben den 11. April 2022, mein 459. Tag. Wenn ihr das seht, von hier hinten komme ich, von diesen Bergen dort. Die sind alle tief verschneit. Vor diesen Bergen, die ihr jetzt hier seht, hatte ich jetzt die letzte Nacht verbracht. Jetzt dürft ihr alle klatschen und sagen, ha, ich hab's doch gewusst, denn ich bin gescheitert. Korrekt, jawohl. Bei diesen Bergen, die ihr dort oben seht, die so schön schneeverschneit sind, dort musste ich mich chauffieren lassen. Korrekt, jawohl. Also, ich startete irgendwo weit hinten in Erzrum, es schneite. Und ich hatte dort schon etwas Bammel, Schnee, Kälte. Ich hatte die erste Nacht verbracht an einer Tankstelle im Zelt. Es war minus 3 Grad kalt. Ich schlotterte, ich hatte keinen Schlaf gefunden. Das Frieren hat die ganze Energie genommen und beschloss dann am nächsten Tag weiterzulaufen und unterwegs hoffentlich ein Hotel zu finden. Doch hier in dieser Gegend ein Hotel zu finden, ist schwer. Somit. Ich lief los und kam irgendwo in einem Tal an. Ich mache kurz Pause, jetzt wird es laut. Genau. Von der Brandes, Moment, schnell. Mal schnell. Also, ich hatte jetzt gerade abgebrochen, weil, schaut mal, ich habe Besuch bekommen. Hallo, Ayub. Sie haben mich jedenfalls aufgenommen und bei Ihnen habe ich übernachtet. Ja. I sleep there. Ja. We make now a picture. So, nochmals, also wie gesagt, ich war dort hinten in den Bergen in einem Tal drin. Es ging dann circa noch 650 Meter berghoch, aber ich musste langsam einen Schlafplatz suchen. Da habe ich einen Und an diesem Punkt bin ich gescheitert? Ja. Jedoch hat hier die Vernunft überhand genommen. Ich muss jetzt ganz klar sagen, dort hinten in diesen Bergen war ich jetzt 80 Kilometer in einem Auto. Und als wir mit diesem Auto darüber fuhren und ich sah, wo es durchging, habe ich auch gedacht, nee, das hätte ich nicht mehr geschafft. Und da muss ich klar auch sagen, irgendwie bin ich stolz darauf, dass ich es zugab. Ja, ich brauche Hilfe. Jetzt bin ich hier, ja, wie gesagt, nirgendwo in der Türkei, mitten in den Bergen, wunderschön, da geht es weiter. Und in circa 30 Kilometer ist das nächste Dorf, dort hat es ein Hotel. Und ich werde, solange wir noch Minustemperaturen haben, beziehungsweise Temperaturen um den Gefrierpunkt 3-4 Grad, werde ich in Zukunft schauen, dass ich ein Hotel bekomme, weil das mache ich nicht mehr mit, das war zu brutal. Ja, aber es geht weiter, das ist klar. Wie gesagt, es war der zweite Tag und ich muss wieder reinkommen. Thank you.
So einen wunderschönen guten Morgen. Es ist kurz vor sieben und ich starte in den nächsten Tag, in den vierten Lauftag hintereinander. Und ich habe jetzt 54 Kilometer vor mir. Ich werde jetzt hier loslaufen. Ich werde das von der Umgebung zeigen. Wir haben jetzt 10 vor 1 und ich habe 34 Kilometer gemacht, bin jetzt von da drüber gekommen, muss jetzt noch in diese Richtung weiter, da hat jemand etwas gefeuert. Genau, der Tag ist genial, sackstark. Und wie gesagt, 10 vor 1 und ich habe schon 34 Kilometer hinter mir und wir haben extrem kalten Wind. Das seht ihr vielleicht dort an der Fahne. Aber ich fühle mich eigentlich saugut für das, was ich erst gemacht habe. Und ja, jetzt habe ich noch 20 Kilometer vor mir. Ich hoffe, es bleibt trocken. Und ja, wir kommen dann in Musch an. Ich habe der vierte Tag und jetzt 48 Kilometer hinter mir. Sind jetzt etwa noch 6 und dann bin ich in Musch. Dort vorne ist die Stadt und da mache ich wahrscheinlich 2 Tage Pause. Um mich zu erholen. Heute war super genial. Ich war sehr, sehr gut drauf. Ja, klar, da und dort gab es mal die Zeit, wo ich kurz eine Pause brauchte und oh, hart, wegen vor allem eben dem Wind. Jetzt ist es gerade so schön warm. Vorhin war ein Bieswind. Aber es ist immer eine Riesenbelohnung, wenn du solche Kilometer gemacht hast und du siehst, du siehst dein Ziel. Ha, wir zwei, gell?